Harzritter unter der Leitung von Wolfgang Bonke veranstalten 2 bis 3 Mal im Jahr sogenannte Live-Carving-Events. Bei diesen Holzschnitz-Festivals werden verschiedenste Projekte von echten Virtuosen an der Kettensäge noch vor Ort umgesetzt. Das Hauptthema dieses mehrtägigen Events lädt später nach Fertigstellung allerorts zum Verweilen ein. Die kunstvoll gefertigten Sitzbänke bilden eine Serie von Foto- und Selfie-Points, die wieder überall im Harz ihren Platz finden werden. Im letzten Jahr war das Hauptprojekt ein mächtiges Eichenportal, unter anderem mit einem Köhler und einer Köhlerin zur Begrüßung der Gäste der Harzköhlerei. Gastgeber der heutigen Veranstaltung mitten im Harzer Wald ist abermals die Köhlerhütte Stemberghaus in Hasselfelde. Diesmal haben wir wieder dabei die beiden Gebrüder aus Smirnov, ja, Kostja und Artyom. Wir haben diesmal zwei neue Leute aus den Niederlanden dabei. Das ist einmal der Sander Bohm und der Peter Verlaan. Ja, sind auch die besten mit aus Holland, die wir da gekriegt haben. Und wir haben wieder alte Recken vom letzten Mal dabei. Michael Tomosus, der als künstlerischer Leiter alles ein bisschen im Blick hat. Diesmal haben wir noch einen richtigen Deutschen mit dabei. Den Markus Ertl aus Bayern. Ja. Und natürlich wieder Michael Fröhlich aus Sachsen-Anhalt. Neben der Holztechnik steht bei den Harzrittern der Schutz der Bienen im Vordergrund. Ein 18.000 Quadratmeter großes Gelände wurde von den Harzrittern zum Bienenreservoir erklärt. Binotopia ist mit über 100 verschiedenen Bienenarten ein wertvoller Bestandteil des regionalen Bienenschutzes. Genauso wie die an vielen Orten im Harz aufgestellten Binotels, die an exponierter Stelle für Aufmerksamkeit sorgen und das Sorgenkind Biene in den Mittelpunkt rücken. Sie werden an vielen Stellen im Harz, an Wanderwegen, Naturpfaden und naturnahen Orten platziert. Sie beherbergen jeweils ein kleines Bienenvolk. Naturschutz in Holz. Also, Peter Verlaan aus den Niederlanden, ja, der macht hier den Blankenburger Löwen. Da haben wir einfach mal die Idee gehabt, weil der Löwe schon so lange steht, jetzt kann er sich mal sitzen, wir machen eine schöne Sitzbank. Ja. Unseren Sander Bohm, ja, das ist das erste Mal, dass er eine Bärenbank macht, eine Bärenbank schnitzt für uns. Er hat schon viele Köpfe und so weiter geschnitzt, aber jetzt hat er ein komplettes Ensemble gemacht, eine ganze Bärenfamilie. Michael Fröhlich macht eine schöne Anglerbank. Ja, der angelt, dann hält eine Rute, hat einen Fisch gefangen, packt den ins Netz. Daneben zwei Bänke, Sitzbänke mit einem schönen Platz an irgendeiner Angellocation finden. Direkt am See kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Bestseller-Autorin der mystischen Harz-Krimiserie Im Schatten der Hexen, Katrin Hottowetz, ist Bienenbotschafterin und unterstützt die zahlreichen Harzritter-Projekte. Michael Tomoschus, der macht diesmal eine Drachenbank. Das ist der einzige, der so ein bisschen freie Auswahl hatte. Ja? Drachenbank so ein bisschen angelehnt an Regenstein, weil da kommt noch ein kleiner Turm dazu und so weiter. Hier bei den beiden Gebrüder Smirnovs, da ist das Thema Walpurgisbank. Die haben das vorgegeben, wir haben es ein bisschen, die haben es umgesetzt, muss man jetzt vielleicht nicht erklären oder sowas, aber die wollen keine Teufel, keine Hexen schnitzen. Die haben es umgemünzt und haben hier mit Feen und Gnomen, ja, so eine Tanzszene entwickelt. Sehr schön, passt sehr schön zusammen, ist auch eine Sitzgruppe. Ja. Im
Markus Ertel, der macht eine Hirschbank. Ja? Der Hirsch aus Bayern, der Platzhirsch aus Bayern macht die Hirschbank. Ja, das wird auch eine etwas größere Bank werden. Da integrieren wir wieder echtes Gehirn. Ein ganzes Ensemble an mystischen Figuren haben die Harzritter inzwischen für die Adventure-Minigolf-Anlage im Tierpark am Hexentanzplatz in Thale geschnitzt. Das größte Eingangsportal dieser Art ziert als Wegweiser den Eingang zum Tierpark. Es wurde innerhalb einer der letzten Projekte von der Carving Crew auf dem Eventgelände der Harzköhlerei in Hasselfelde hergestellt. Das Ganze funktioniert natürlich nur mit einem schlagkräftigen Team. Thomas Affeld, meine linke Hand, wenn meine rechte Hand nicht da ist. Und sein Sohn Leo, der immer tatkräftig mitarbeitet. Wir haben den Daniel, wir haben den Hajo dabei. Und natürlich meine Frau, die uns alle glücklich macht mit Essen und Trinken. Also die macht das Catering. Ne? Nichts ist schöner, als anderen Leuten bei der Arbeit zuzusehen. Bis zum nächsten Mal bei einem Carving-Projekt der Harzritter an der Köhlerhütte Stemberghaus in Hasselfelde.